Willkommen zu Platzsache TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde, und zwar heute wieder mit einer neuen Folge. Es kann nur einen geben mit dem lieben Hamaro. Moin, moin. So, wir fahren heute wieder 4 Strecken. Das Prinzip kennt ihr ja, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Derjenige mit den besseren Platzierungen, also den wenigeren Punkten am Ende, gewinnt und der Verlierer muss eine Bestrafung durchziehen. So, heute werden wir mal nichts essen, wir werden heute mal was trinken. Wir werden uns einen richtig schönen Mix zurechtfahren. Und zwar aus 4 Zutaten im Prinzip, die haben wir uns auch schon im Vorfeld überlegt. Und zwar das eine wird Cola sein oder Mezzomix, sowas in der Art halt, auf jeden Fall so ein Softgetränk. Dann wird dazu kommen irgendein Saft, also irgendwie, keine Ahnung, Orangensaft, Apfelsaft, irgendwie sowas. Dann werden wir zusätzlich noch ein bisschen was Alkoholisches reinmischen, sowas wie Wodka oder Korn. Und wir werden einen richtig schönen gehäuften Teelöffel Salz mit reinhauen. Das wird ein richtig schöner Drink, den man sich dann richtig schön gönnen kann. Den man sich richtig schön gönnen kann. Ja, ich denke, das wird ganz toll, Leute. Das wird ganz toll. So. Das wird der neue Drink auf jeder Party. Definitiv. So. Und wir werden jetzt anfangen, die erste Strecke. Dschungel Boogie, let's go. So, Dschungel Boogie. Muss ich mir die Platzierung wieder merken jetzt, ne? Ah ja, genau. Ich muss mir die auch mal wieder aufschreiben. Genau, ich muss jetzt mal mein Handy hier zur Hand nehmen, damit ich das aufschreiben kann. So. Mal richtig oldschool, Zettel und Stift. Ja, habe ich jetzt gerade nicht parat. So, alles klar, los geht's. Ah, super. Was? Ey, das war so ein Lack, ne? Das würde ich nicht Lack nennen, das ist Können. Oh, war das deine Bombe? Nein. Ich hatte noch keine Bombe. Ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, eine Bombe zu kriegen. Ich komme überhaupt nicht in den Genuss, hier was Großartiges zu kriegen, ey. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Ich krieg nur Schrott. Nein! Das war der übelste Fail, den ich gebracht habe. Nein, ich häng fest! Oh Mann! Oh, jetzt kommt unser scheiß blaues Teil hier. Hauptsache, das hat dich auch erwischt. Nein! Nein! Nein, natürlich nicht. Haben mich an der Rakete erwischt. Boah, jetzt ist aber richtig. Der Wurm drin, Alter, geht ganz überhaupt nicht. Ich werde von allem weggebombt hier, nichts geht mehr hier. Das ist, Bin mittlerweile mal Fünfter geworden. Ja, eine Rakete triff ich auch noch. Ja, okay, jetzt vorbei. Ja, ich bin leider nur Dritter geworden, aber immerhin 2 Platzierungen gut gemacht. Ja, ich bin Achter geworden. Mich haben sie richtig weggebumst, diese Runde. Aber warst du Dritter? Ja, ich würde sagen, willst du trotzdem sagen, ja, ich war Dritter. Schöne Runde. Ja, schöne Runde, ja. Das war nice. Jede Runde ist schöner, wenn ich vor dir bin. Oh, an diese Strecke habe ich noch Erinnerungen, ey. Oh Gott, ey. Ach, ist das nicht die Strecke aus deinem Video, die du genau gedreht hast? Wo genau, du... ja. Ja, ja. Oh, unbedingt abchecken, das Video von ihm. Boah, die Strecke hat mich richtig fertig gemacht, ey. Ja, glaube ich. Beziehungsweise nicht die Strecke, sondern der Gegner, der hat mich fertig gemacht. Da bin ich fast runtergefallen jetzt, ey. Boah, wie du fährst von links nach rechts, ey. Wie geil ist das denn?
wie ich gerade fast runtergefallen wäre. Oh, ich fall die ganze Zeit runter. Jetzt weiß ich auch, warum du das machst, Alter. Jetzt weiß ich, warum die Strecke hier am Start ist. Oh, oh, Glück gehabt. Ich wäre gerade auch beinahe runtergefallen. Beinahe. Ja, ich würde sagen, ich kann schon mal einen Haken dran machen. So schlimm, oder was? Ja, es ist schlimm. Ich habe noch kein einziges Frühstück gesammelt. Ah, jetzt. Ja, die Strecke an sich ist ja nicht so scheiße. Die ist nur scheiße, wenn du diesen Endboss dabei hast. Kann ich nicht mitspringen. Ja, war klar, war klar. Nein, ich fahr da durch und fall dann noch runter. Och, come on. Nein. Was machst du denn da hinten? Ja. Schade, die ganze Zeit mit Boost gefahren und jetzt auf einmal keinen mehr. Das ist mies. Verdammt. Die Kurve kriege ich irgendwie nie, ey. Nein, da kommt so eine blaue. Nein, ich hab's schon gesehen von weitem. Nein. Oh, jetzt hat sie mich erwischt, ey. Scheiße. Ah, ist die Map geil. Mann, jeder Griff jetzt, ey. Nein, die ist geil, die Map. Die ist richtig geil. Ja, jetzt auf einmal, oder? Nein, die ist kacke. Das hat sich einer vorgemogelt, ey. Ich bin wahrscheinlich der beste Fahrer der Welt. Okay. Was? Ich bin der beste Fahrer der Welt. Was macht die Rakete denn? Nein, ich krieg den ersten nicht mehr, oder? Nein, ich hätte die Fassung gekriegt. Nein! Oh. Mist. Egal, macht nichts. Nein, ich wäre fast noch Sechster geworden. Oh Gott. Bist du geworden? Oh Gott, oh Gott. Ich hab gedacht, du bist Achter, Alter. Ich hab echt gedacht, du bist Achter. Ja, da hast du mich aber gar nicht auf so einen Zettel gehabt, wa? Siebter hier? Nee, hab ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich nicht. Hab ich nicht mit gerechnet, aber jetzt haben wir ausgeglichen, ne? 10-10. Also, ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Runde Nummer 3. Hyperstraße. Oder Hyperstraße. Keine Ahnung, wie man das nennt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Sieht super geil aus. Ich finde schon. Ja, du, haben die. Optisch sieht die nicht schlecht aus. Ich hoffe, man kann die auch so fahren. Ah, verdammt. Ich habe keinen Blitzschlag geschafft. Oh, Geschenk habe ich auch ganz gekriegt. Ja, war mir so klar, ey. Ja, hast du die gekriegt? Natürlich habe ich die gekriegt. Bitte, ja, geil. Oh Gott. Oh Gott, 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 was ist hier wieder los? Oh, 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 oh. Ich wusste es. Ich oh, wusste kann es. Runterfallen. Oh, oh, oh. Alter, wo seid ihr denn schon?
Du bist so eine Drecksau, dass du mich direkt getroffen hast. Direkt bin ich Achter, ey. Was soll ich sagen? Ich bin Siebter. Jetzt bin ich auch noch Achter. Wer weiß wie lange. Ja, so an sich ist sie ja nicht schlecht zu fahren, denke ich mal. Oh mein Gott! Ich hab voll die Bestrecke, oder? Oh mein Gott, ich dachte, wenn eine Abkürzung, dann fahre ich da und dann schneide ich mir jetzt eigene Fleisch. Nein! Oh Mann, der extra, was war das? Ach, das war wieder so eine blaue Kugel, scheiße. Ich dachte, das wäre wie eine Rakete oder so. Verdammt. Ey, ich nehme jeden Feuerstrahl mit hier, was ist, ne? Oh, das war knapp. War so klar. Die Strecke ist geil, ohne Witz. Die ist nicht schlecht. Ja, wenn man. Ja, doch. Ich hab nur bei manchen Kurven habe ich ein bisschen ein Problem. Also, manche Kurven. Muss ich gucken, wie man die nimmt. An sich ist die nicht schlecht, das stimmt schon. Der Drift war kacke. Oh, runtergefallen. Scheiße. Nee, Alter. Du kommst wieder vorbei, ne? Ist klar. Ich bin mir am Konzentrieren, Alter. Ich darf nicht reinscheißen jetzt. Doch, darfst du. Ja, jetzt trifft mich wieder irgendwas, keine Ahnung. Das ist doch lächerlich. Boah, da kam eine Bombe vorbei, Alter. Boah, das war knapp. Boah. Das, wann war das? Ey. Und das? Nein, Digga. Nein. Das ist doch lächerlich. Oh, ich hab nichts gekriegt. Nein. Lass mich da durch. Lass mich ins Ziel. Ja. Oh ja. Gott. Oh, oh Gott. Fünfter, Alter. Ey, das ist aber richtig krass heute, ey. Also, das ist echt spannend heute, ey. So, vierte Runde, kleine Arena, letzte Runde. Gucken. Der ist auf jeden Fall sehr spannend jetzt. Jetzt ist richtig spannend. Jetzt ist richtig jetzt spannend. Um alles. Und ich liebe die Map, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich liebe sie auch. Boah, direkt drängelt er sich wieder vor hier, ne? Ich habe nichts bekommen. Boah, Alter. Die Wumperfrüchte habe ich auch nicht gekriegt. Ja, moin. Mann, ich spring da drüber, das gibt's doch gar nicht. Endlich. Boah, grünen Saft, sauber. Noch weiter konnte ich die Kurve nicht fahren. Nix, mein Freund. Gar nichts. Das machen wir nicht. Ich dachte, du wärst reingefahren, das sah nämlich gut aus, so vom Winkel her. Ja, ja. Mann! Aber die hast du gekriegt, oder? Die war lecker, ja. Nein, Rakete, oh Scheiße. Lass mich fahren. Mein Gott, ey. Es geht hier um alles gerade, es geht hier um. Mein Gott. Gib Gas, Crash!
Gas! Boah, jetzt hab ich gerade einen Lauf, Alter. Freut mich. Ach Mann, ey, das wird nix. Ach, das ist erstmal die zweite Runde, jetzt kommt die letzte Runde. Scheiße. Warum ich ärgere mich immer, wenn ich drifte und dann gegen die Wand komme, ne? Oh Mann! Kann sich mal jemand da vorne um den ersten Platz kümmern? Ja, ja. Ich bin jetzt froh, wenn nichts kommt, ey. Nein, da kommt irgendwas. Boah. Ich hab irgendwas gehört gerade. Ja, das war eine blaue. Nein, bitte nicht. Nein, nein, die habe ich schon, die blaue ist weg. Jetzt bin ich gegen die Wand gefahren. Gib Gas, gib Gas! Ja! Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Läuft. Super, super. Herzlichen Glückwunsch, Chris, geht auch, wie gesagt, sehr, sehr gut gefahren. Sehr, auch eine sehr geile Map. Kleine Arena kann ich immer empfehlen. Also, was soll ich dazu mal sagen? Was bist du denn geworden jetzt, Ritter? Wenn ich ehrlich bin, ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Ich glaube Vierter, weiß ich aber auch nicht. Naja, auf jeden Fall mehr Punkte als ich. Ja, leider. Ja, das heißt, du darfst dir einen sehr leckeren Cocktail mixen, ne? Ja, darf ich. Darfst du sehr gerne tun. Ach, danke. Und du darfst das sogar mit uns teilen. Sehr nett, sehr, sehr nett. Ich weiß. Ja, würde ich sagen, mache ich mich mal gleich auf, ne? Werden wir gleich mal was zusammenmischen. Den Rest werdet ihr gleich sehen. Alles klar, Leute. Wenn euch das gefallen hat, bleibt dran. Schaut euch die Bestrafung an. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann und ciao, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu Hamaros Wunderküche. Und heute werde ich euch mal was sehr ans Herz legen, und zwar einen neuen Longdrink. Den habt ihr so noch nie gesehen und das wird der neue Hit auf jeder Party. Und zwar ein Apfel, den stellen wir jetzt mal ganz schnell. So, natürlich kein gekaufter Apfel, sondern frisch aus dem eigenen Garten, so wie es sich gehört, nicht gespritzt. Den Apfel teilen wir jetzt in der Mitte. So. Und den teilen wir dann nochmal, den vierteln wir das Ganze. So, das sieht doch schon so geil aus. So, jetzt werden wir hier schön das Mittelstück rausnehmen. Herrlich. Zack, zack. Da.
das Ganze einmal ab in den Mixer. Den letzten. Aufs Glas, würde ich sagen. Hält wahrscheinlich trotzdem weg. Ah, guck mal. Ist ja schon fast perfekt. Kommt mir zwar gleich entgegen, aber. So. Das Ganze. Packen wir erstmal das ganze Zeug hier weg. Ich sage euch, da wird ein Drink. Den habt ihr so noch nicht gesehen. Und der wird auf jeden Fall ein absoluter Renner. So, Deckel drauf. Das Ganze. So, sieht doch schon fast gut aus. So. Wir haben ja gesagt. Das Ganze matschen wir jetzt noch ein bisschen klein. So, Messer packen wir mal raus. Irgendwann später. Klein gemacht. Das ist die Geheimzutat. So, dann nehmen wir uns das ganze Glas mal mit der wunderschönen Verzierung. Dann machen wir mal zum Schluss drauf. Wir nehmen einmal Jim Beam Honey. Ein guter Begleiter durch schwere Zeiten. Den packen wir uns mal so einen guten Schuss rein. Das Ganze gestreckt mit Vanille-Cola. Normale Cola kann ja jeder. So. Jetzt wird eine Zutat, womit keiner rechnet. Ach, den habe ich gebraucht. Ne? Frische Salz aus den Alpen. Nirgendwo anders bitte herholen, sondern aus den Alpen. Ganz wichtig. So. Ja, ist okay. Man muss ein bisschen mit Bauchgefühl machen. Das schäumt doch gar nicht. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, den packen wir mal zur Seite. Nehmen wir schnell noch einen Löffel. So, das Ganze rühren wir schon mal zum ersten Mal ein bisschen um hier. Bei der Salz muss ja schon mal eine gute Verbindung eingehen. Das riecht super. Was sagst du, stinkt? Na, nichts. Das ist der Drink der Drinks. So, und jetzt die Geheimzutat. Ein bisschen das von dem. Da kommt ja kein Saft raus hier. Man nimmt immer Stücke. Man muss ja aber beim Trinken muss man ja auch mal was essen. Das ist eine gute Kombination, spart man Zeit, trinken und gleichzeitig essen. Komm, noch ein Schuss. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Ich weiß gar nicht. So, jetzt der Apfel drauf. Jetzt kannst du einmal filmen. So sieht das Ganze aus. Hast du ihn schön drauf? Ja. Einen schönen Longdrink. Wunderbar. Machst du einen komischen Gesichtsausdruck. Du weißt doch, wie schön der schmeckt. Mhm. Den Apfel, den kann man dann einmal abbeißen. Und dann. Prost! It was at this moment that he knew he fucked up. Ab hier brechen wir ab. Oh, nee. War aus, die Scheiße.
Ja, Leute, ihr habt es gesehen, Hamaru ist nicht mehr zur Moderation gekommen. So, deswegen übernehme ich das jetzt. Ja. Also schaut auf jeden Fall auch bei Hamaru auf dem Kanal vorbei, wenn ihr weitere Videos von ihm sehen wollt. Und ja, wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst uns auch einen Daumen nach oben da, würden wir uns richtig drüber freuen. Über ein kostenloses Abo freuen wir uns natürlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.